Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Workers and Resources of the Republic. In dieser Folge möchte ich meine Wärme- und Stromversorgung aufbauen, sprich ich verteile Strom und Wärme entsprechend auf mein Wohngebiet und auf meine Bauindustrie und schließe die ganze Sache entsprechend an Kraftwerk und Wärmekraftwerk an. Bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt, ich würde mich freuen. Bis gleich! Nachdem ich in der letzten Folge meine Kohleindustrie aufgebaut habe, sprich jetzt meinen eigenen Strom und meine eigene Wärme herstellen kann, geht es nun darum, Strom und Wärme auch zu verteilen. Wir haben hier den Vorteil, dass natürlich die Gebäude, die hier in Reichweite sind, schon Strom und Wärme abbekommen. Wir sehen allerdings, dass das Kohlebergwerk, ja, das ist halt 20 Meter zu weit weg, deswegen geht das leider nicht. Das heißt, da müssen wir nochmal nachbessern, ist aber kein Problem. Und wir sehen auch hier schon bei der Wärmeleitung, ich vermute mal, dass die Kohle... Das Kohlebergwerk, ne, das, wo es dann quasi runter in die Erde geht, das benötigt keine zusätzliche Wärme. Aber das Kohlekraftwerk, wie in der letzten Folge schon gesagt, das benötigt natürlich Wärme. Ist ja super, passt ja. Ne? Ist aber nicht weiter wild, dass wir hier keinen Strom haben. Kein Problem, kriegen wir noch hin. Bevor ich jetzt allerdings mit den Leitungen hier anfangen möchte, möchte ich hier erstmal noch, ja, ich sag mal, mein Straßen- und Schienennetz so weit ausbauen, dass wir dann wirklich die Leitungen über die fertigen Straßen platzieren können. Das ist halt einfach deutlich einfacher. Ich sag mal, wir ersparen uns dadurch das ein oder andere wegreißen. Ne? Also Auto mit Rubelbäumen machen wir wieder aus. Wir wollen ja eventuell Sachen verbessern, wenn wir so bauen. Erstmal werde ich hier höhenmäßig ein bisschen was ändern müssen. Sprich, wir machen hier mal die Straßen weg. Ich muss auch hier die Stromleitungen nochmal wegmachen. Moment, das klicken wir so an und zerstören das. So, und der Parkplatz hier, der muss leider auch weichen. Aber das macht nichts. So, jetzt, wir gleichen erstmal die Höhe an. Dass wir das hier einigermaßen gleich haben. So, jetzt möchte ich natürlich zum einen hier, ich habe ja hier die beiden Straßenanschlüsse, die möchte ich natürlich auch nutzen. Sprich, ich möchte auch hier noch, wir müssen doch mal ganz kurz Play machen, dass das Gebäude verschwindet. Ich möchte ja noch ein Konstruktionsbüro bauen und das soll natürlich entsprechend auch an die Straßen angeschlossen werden. Entsprechend ziehen wir hier, die Straße ist ja ganz, ganz wichtig, da holen ja unsere holt ja das Konstruktionsbüro dann mehr oder weniger ja, alle Baumaterialien halt her. Entsprechend binden wir die. Ja, müssen wir wieder Auto mit Rubel bauen machen, ne? So, okay. Jetzt prüfen wir natürlich, ob wir hier auch hochkommen. Kommen wir natürlich nicht. Das passt soweit. Und hier kommen wir dann auch hoch, hoffe ich. Hoffe ich. So, die Straßen können jetzt ruhig schon gebaut werden, ist jetzt nicht weiter wild. Und jetzt machen wir, hier soll das Konstruktionsbüro her. Ich nehme dafür einen Mod, ich verlinke euch das dann unten in der Videobeschreibung. Moment, Konstruktionsbüro, das hier ist im Prinzip ein Mod. Da habt ihr dann vier verschiedene Größen an Konstruktionsbüro. Die Zahl gibt halt an, wie viele Fahrzeuge drin Platz haben. Und ich habe mir eigentlich angewöhnt, dass ich einmal einen 32er baue für die ganzen Baumaschinen und einmal einen 8er. Das dann aber direkt in der Stadt mehr oder weniger, um die Arbeitskräfte hin und her zu transportieren. Sprich, da kommen dann wirklich nur kleine Busse oder halt größere Busse, je nachdem, wie viel man da halt an, ja, wie viel man halt braucht und wie viel man sich halt auch leisten kann, ne? Das Konstruktionsbüro baue ich so, dass die Zufahrtsstraßen ein bisschen länger sind. Hintergrund ist der, auch ein Hinweis aus den Kommentaren, ist halt schon ein bisschen her. Es ist natürlich klar, dass eventuell viele Fahrzeuge hier zurück wollen und dann führt es zu einem Rückstau und wir wollen natürlich keinen Rückstau auf unsere Straßen, was eventuell zu Problemen führen könnte. Deswegen machen wir das nicht. Entsprechend, also wir machen das schon, aber wir bauen es halt so, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben. Und schließen natürlich auch beide Straßenanschlüsse an, was meiner Meinung nach ein ganz großer Vorteil bei diesem Konstruktionsbüro ist, dass wir, wie gesagt, mehrere Straßenanschlüsse haben. So können wir das bauen, denke ich, so sieht das ganz vernünftig aus. Und wie gesagt, dann hier der zweite Straßenanschluss. Okay, hier braucht man jetzt nicht wirklich, sage ich mal, können wir halt einfach freilassen. Ne? Der nächste große Vorteil ist, wenn ich jetzt hier Platz habe, ich muss ja hier auch noch mit meiner Wärmeleitung lang. Ich baue dann den Parkplatz hier neu auf, sodass die Leute dann halt, wie gesagt, auch später dann mit eigenen Autos auf ihre Arbeitsplätze halt kommen können. Ne?
So, dann müssen wir hier noch ein bisschen was ändern. Ich möchte das so machen, dass hier die Straße, die soll dann mehr oder weniger parallel zur Autobahn verlaufen. Entsprechend platzieren wir hier mal so ein Stück und schließen die hier an. Und jetzt müssen wir nur schauen, ich hatte ja eingangs gesagt, ich muss mit der Bahnlinie hier auch noch durch. Und ich hoffe jetzt mal, ne, ihr seht schon, es ist ziemlich eng, dass wir damit hinbekommen. Sprich, jetzt muss ich hier ein bisschen frutzeln. Hier ist jetzt ganz gut, also die Brücke hier wäre jetzt von Nachteil, sage ich mal, weil da ist im Prinzip die Stabilitätskonstruktion unterhalb der Eisenbahnlinie. Man könnte es zwar bauen, allerdings hat man dann quasi nur einen halben Meter Platz zur Straße. Das sieht natürlich komisch aus, ne? Wir haben ja die rote Metallbrücke haben wir ja hier vorne. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal der Abwechslung halber, auch wenn die etwas langsam ist, nehmen wir halt mal die Konstruktion hier. Und da machen wir das so, dass wir ganz einfach mal hier anfangen. Gehen mal zweimal hoch und schauen uns einfach mal an, ob wir pfeilertechnisch... Ne, haben wir keine Chance. Okay, mit der Brückenkonstruktion haben wir da keine Chance. Also es macht auch immer einen Unterschied, was für eine... Also probieren wir jetzt doch die rote, ne? Welche Brückenkonstruktion man auswählt, weil die natürlich auch unterschiedliche Pfeiler haben, ne? Ah, und ihr seht doch schon, hier kommen wir schon schön hin. Und ich denke mal, dass es auch höhenmäßig einigermaßen vernünftig aussieht. Also ihr solltet da jetzt ein bisschen drauf achten. Das Spiel lässt das zwar zu, dass man das baut. Hier seht ihr jetzt haben wir hier genug Platz unter der Brücke. Aber das Spiel baut das auch, wenn der Platz eigentlich nicht ausreichend ist. Ne? Und wie gesagt, bei der Konstruktion, da ist das, was jetzt hier oben ist, unterhalb der Brücke. Und das Spiel würde das auch bauen und die LKWs fahren dann halt durch da. Ne? Also das haut halt höhenmäßig nicht ganz hin. Darauf solltet ihr dann halt so ein bisschen achten. So, dann auch noch, wenn wir jetzt die nächste Brücke bauen wollen, seht ihr hier, wir können hier einfach, haben wir jetzt, ich weiß nicht, ob das neu ist, aber früher habe ich mich damit eigentlich immer rumgeärgert. Jedenfalls können wir jetzt hier direkt schon wieder die Brücke auswählen, also sprich, das rastet halt ein. Ich weiß jetzt nur nicht, macht das auch die Höhe richtig? Moment. Ja, es macht sogar die Höhe richtig. Also das parallele Bauen von Brücken ist jetzt deutlich einfacher, als es halt vorher war, ne? Jetzt sind hier zwar die Pfeiler nicht ganz perfekt, aber das macht nichts. Es ist ja auch realistisch, dass wenn das Gefälle jetzt hier so schräg verläuft, dass natürlich auch die Brückenpfeiler schräg verlaufen. Ist ja logisch, ne? Aber wie gesagt, so Brücken parallel bauen ist jetzt sehr leicht möglich. Finde ich gut, gefällt mir. So, dann können wir hier wieder nach unten gehen. Und wie lange haben wir es dort gemacht? Da haben wir es 1, 2, 3, 4 Felder. Oder machen wir es hier auch 4 Felder, ne? So, dasselbe parallel dann nochmal. Jetzt werden wir hier natürlich ein Stückchen wegnehmen müssen, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Und schon können wir auch das hier wieder angleichen. Und schon wäre die Schienenstrecke soweit befahrbar. Ich ziehe das jetzt hier einfach mal länger, weil ich hier dann mit meinen Leitungen so drüber muss, vor allen Dingen mit der Wärmeleitung. Das hat einfach die Pfeiler da schon richtig stehen und ich es halt einfach nicht nochmal wegreißen muss. Ne? So, sehr schön, schaut gut aus. Dann haben wir das jetzt soweit fertig. Das heißt, wir können jetzt hier anfangen, Wärmepumpen. Ihr müsst halt schauen, wenn ihr sowas baut. Moment, ich mache mal das Raster ganz kurz aus. Ich mache es nachher natürlich wieder an, damit ich gerade bauen kann. Ne? Ihr kennt mich ja. Ihr müsst natürlich so ein bisschen schauen. Es ist ähnlich wie beim Strom bei den Wärmeleitungen. Ne? Wir haben jetzt ja bei den Gebäudeinformationen, haben wir ja einmal, wie viel Strom so ein Gebäude benötigt. Da ist dann hier ganz, ganz wichtig, was hier als Spitzenwert steht. Das gibt euch im Prinzip vor, wie viel Strom bei maximaler Auslastung, sprich, wenn dort 75 Arbeiter arbeiten und die Anlage zu 100% läuft, wie viel Strom diese Anlage benötigt. Das schwankt sehr stark. Also jetzt hier zum Beispiel diese Ziegelfabrik hat nur 0,05 Megawatt, das ist gar nichts. Dann die Plattenfertigungsanlage, 0,13, das ist schon mehr, fast das Dreifache. Aber jetzt, hier das Kieswerk, ne? Das hat 1,01 Megawatt. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, weil zur Erinnerung, die Mittelspannungsleitung, sprich die Kleinleitungen, die ich jetzt hier nicht in meiner Schnellwahlliste drin habe, sehr schön, Micha, hast du wieder gut gemacht. Nehmen wir einfach mal die leistungsfähigste. Die hat ja nur 2,35 Megawatt. Das heißt, es kann euch passieren, wenn ihr die komplette Industrie mit nur einer Leitung anschließt, dass im Endeffekt bei 100% Auslastung zu wenig Strom da ist und es zu Ausfällen führt, ne?
Entsprechend schaut halt wirklich, was ihr für Gebäude habt. Ihr müsst euch jetzt nicht großartig hinstellen und das ausrechnen. Wenn ihr einschätzt, dass 2,35 Megawatt nicht ausreichen, macht es halt einfach doppelt und dann habt ihr halt 2 Megawatt zu viel. Das schadet ja nicht. Ne? Also der Strom wird ja nur dann verbraucht, wenn er halt auch dort benötigt wird. Also der fließt ja dann nicht irgendwo hin oder sowas. Ne? Und ähnlich ist es halt auch wieder jetzt mit dem Wasser. Wir haben hier die Anzeige der Temperatur des Heizwassers, oder ich denke mal, es läuft über Wasser, ne? Also die Leitungen sind ja auch Wasserleitungen. Und hier haben wir im Prinzip die Anzeige, wie viel Kubikmeter warm Wasser das Gebäude benötigt. Und auch das schwankt von Gebäude zu Gebäude wieder enorm. Was ich interessant finde, ist, dass bei manchen in Litern und in manchen Gebäuden bei in Kubikmetern halt dasteht. Ne? Merkt euch halt einfach, dass 1000 Liter sind 1 Kubikmeter, 2000 Liter sind 2 Kubikmeter und so weiter. Muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ja? Und so könnt ihr halt schauen, dass alle Gebäude, die halt entsprechend Warmwasser brauchen, dass ihr das halt auch mal so im Kopf kurz zusammenrechnet, überschlagt und halt, ich sag mal, dann darauf kommt, wie viel Wasser denn ihr hier braucht. Und wenn wir uns die Gebäude anschauen, ihr könnt dann einen kleinen, Trick ist es jetzt nicht, ihr wählt halt einfach hier so einen Wärmetauscher, ne, der die Gebäude mit Wärme versorgt, wählt ihr halt einfach aus. Und da seht ihr, welche Gebäude denn überhaupt Wärme brauchen. Ne. Ihr seht das schon, dass hier zum Beispiel das Lager, die Verladestation, der Holzfällerposten oder hier das Depot, die brauchen kein Warmwasser. Sondern halt wirklich nur die Gebäude, die halt hier denn jetzt auch wirklich verbunden werden. Der Rest benötigt das nicht. Und ihr seht schon, die paar Gebäude, so viel Wasser brauchen die nicht. Also reicht hier auf jeden Fall, gehen wir mal schnell hin. Wir haben ja hier eine kleine Leitung mit 100 Kubikmetern pro Stunde und hier eine große Leitung mit 300 Kubikmetern pro Stunde. Und wir sehen halt schon, dass die 100 Kubikmeter pro Stunde, ne, hier haben wir 2 Kubikmeter, hier haben wir 0,5. Hier haben wir 3, also 100 ist mehr als genug, sprich eigentlich total overpowered, aber was wollen wir machen, kleine gibt es halt nicht, also nehmen wir das halt. Ne? Auch hier wieder, genau wie beim Strom, ihr müsst halt schauen, wo ihr die Gebäude entsprechend platziert, dass halt auch wirklich alles in Reichweite ist. Und hier ist es jetzt relativ einfach, weil ihr seht das schon, ich habe nicht viele Bauplätze, die mir Rahmen anmachen, die mir hier noch zur Verfügung stehen. Im Prinzip kann ich es nur noch mehr oder weniger hierher platzieren. Und das macht ja nichts, das ist okay. Denn ich habe ja gesagt, dass ich hier sowieso noch meine Parkplatz weiter hinbauen möchte. Und entsprechend können wir das dann halt hier platzieren. So, Autobahn haben wir aus, können wir also entsprechend platzieren. Und dann halt auch ganz normal per Straße anbinden. Ich nehme jetzt hier schon mal den Kiesweg, weil ich ja schlichtweg mehr eigentlich hier gar nicht brauche. Es geht ja nur darum, dass dann die Feuerwehr, wenn ich denn später mal eine habe, dass die das Gebäude halt auch erreicht. Ne? So, jetzt könnte... Also ich hatte ja gesagt, ich möchte hier auf jeden Fall auch wieder nochmal einen Parkplatz platzieren. Wir haben ja... Der große Parkplatz wird nicht hinpassen. Er passt nicht hin, aber nur knapp nicht. Nehmen wir mal den nächst kleineren. Okay, der hat einen blöden Anschluss. Ja, wir können ja hier ganz stumpf sein, ne? Und können hier einfach zwei kleine Parkplätze platzieren. Und jetzt kann das sein, dass der obere nicht an die Straße angeschlossen werden kann. Moment. Kein Problem. Ach, ich habe so die ganze Zeit die Zeit laufen. Ist hier völlig sinnlos. Oh Mann. So, jetzt sollte das aber, genau, jetzt haben wir den Straßenanschluss. Dann haben wir hier halt zwei kleine Parkplätze und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. So, jetzt haben wir hier im Prinzip das Wärmepumpwerk, was dann die Wärme auf die Gebäude verteilt. Jetzt müssen wir dasselbe hier im Prinzip bei der Stadt auch noch machen. Hier müssen wir jetzt aber darauf achten, dass die Gebäude, die Wohngebäude, die brauchen deutlich mehr Warmwasser. Sprich, wenn wir das hier anklicken, da sehen wir schon, das ist auch selbst so ein, naja gut, ich würde jetzt kleines Gebäude dazu sagen, da brauchen wir halt 9 Kubikmeter Wasser. Und wir haben hier ja schon allein 4 Stück, das sind ja schon 36 Kubikmeter. Und die anderen Gebäude, die hier stehen, brauchen ja auch entsprechend 2870, was ist denn das? Wie kommt denn, das sind die gemoddeten Gebäude, ne? Die haben diese komischen schrägen Zahlen. 12 Kubikmeter, eieiei. Also hier seht ihr schon, auch unter der Prämisse, dass wir hier natürlich noch erweitern wollen, dass wir hier auf jeden Fall deutlich mehr Kapazität brauchen. Entsprechend schauen wir mal,
Wir nehmen hier dann den großen mit 300 Kubikmeter. Ja, und der hat eine ordentliche Reichweite. Ja, das sollten also auch, ich tippe mal auch auf 300 Meter werden das sein, was der Reichweite hat. Den werden wir hier also verwenden. Und entsprechend wieder eine kleine Straße als Hilfslinie. Ich baue das echt gerne, wie gesagt, hier Straßen hin, Hilfslinie, fertig. Ne? Kommt man super mit aus. Und wie gesagt, jetzt hier den großen Wärmetauscher oder Verteiler, nennt es wie ihr es wollt. So. Er würde noch weiter nach links gehen, aber dann kriege ich die Straße nicht mehr dorthin. Und halt wieder ein bisschen weiter weg, sodass die Straße wirklich platziert wird. Und jetzt brauchen wir hier natürlich das nächste Gebäude, was halt wichtig ist. Das ist halt hier diese Pumpstation. Auch die gibt es wieder in klein und in groß. Und da wir jetzt hier natürlich eine große Wärmetauscher haben, brauchen wir natürlich auch eine Pumpstation mit großen Anschlüssen. Ich hoffe doch, dass man da auch die kleinen Leitungen anschließen kann. Denn hier fürs Industriegebiet brauche ich ja nur eine kleine Leitung. Gibt es hier bei dem Wärmekraftwerk, wo ist es, da ist es. Also hier haben wir jetzt nur große Anschlüsse, an die ich die großen Leitungen anschließen kann. Weh, wenn das jetzt nicht... Ah, okay, das wäre es jetzt noch gewesen, ne? Dann hätte man ja quasi zwischendrin niemals... Also da könnte man ja quasi keine große Leitung zur Stadt und dann per kleine Leitung verteilen. Das hätte ja auch keinen Sinn gemacht, ne? Okay, dann brauchen wir jetzt hier die Pumpstation. Hier ist es leider tatsächlich so, ihr kennt das ja von den Industrieverbindungen und von den Förderbändern. Da hat es eigentlich immer gereicht, wenn man so ein bisschen so Abstand hatte, das Gebäude platziert hat und dann konnte man das noch verbinden. Hier braucht man tatsächlich deutlich mehr Abstand. Sprich, hier müsst ihr halt wirklich darauf achten, dass ihr da genügend Abstand dazwischen lasst, dass ihr das wirklich noch verbinden könnt. War das jetzt noch das Große? Ja, das war das Große. Wie gesagt, dass ihr das halt auch verbinden könnt, also ruhig ein bisschen mehr, wie gesagt, Abstand lassen und dann klappt es auch mit dem Anschließen. So, jetzt haben wir das auch hier im Prinzip so weit, dass wir die ganze Sache im Prinzip nehmen könnten. Sprich, wir haben hier den Anschluss soweit fertig und können jetzt dahergehen und müssen natürlich den Anschluss verlängern bis hierher zum Heizkraftwerk. Und da gehen wir jetzt daher, müssen das wie gesagt natürlich verbinden, klar. Und was ich jetzt aber noch machen muss, ist, ich muss mich auch noch um den Strom kümmern. Sprich, bevor ich jetzt hier Leitungen ziehe, kümmern wir uns erstmal um den Strom. Da habe ich mir gedacht, wir werden hier einen großen Transformator nehmen. Und hier bei der Bauindustrie nehmen wir einen kleinen Transformator. Den großen habe ich jetzt auch hier nicht drin. Auch das ist wieder eine Mod. Das ist gut, dass ich den nicht drin habe, denn dann kann ich es euch ja natürlich nochmal zeigen. Ne? Und zwar haben wir hier Stromtransformatoren, dann haben wir hier diese drei Gebäude, auch das wieder eine Mod. Und da haben wir einmal die Möglichkeit, dass wir hier in vier Richtungen eine Abzweigung haben, beziehungsweise vier Abzweigungen. Hier ganz interessant, dann zwei große, zwei kleine, das gibt es so im Spiel nicht. Und dann hier nochmal einen geänderten, im Gegensatz zum Spiel, wo wir zwei große haben und das im Prinzip weiterleiten können, die Starkstromleitung. Im regulären Spiel ist es ja, glaube ich, so. Ne, Moment, da müssen wir bei Mittelspannungsleitungen. Genau, da haben wir ja nur einen Anschluss. Sprich, wir können hier nur mit der Starkstromleitung rausgehen und mit Mittelspannungsleitungen mit der Starkstromleitung reingehen und mit den Mittelspannungsleitungen rausgehen. Und das ist jetzt hier natürlich nicht zielführend, denn wir wollen ja mit der einen Starkstromleitung natürlich das Wohngebiet versorgen und natürlich auch hier die Bauindustrie. Also gehen wir daher, nehmen die Mod und haben dann hier die Möglichkeit, dass wir halt wirklich dahergehen können und einmal mit Starkstrom rein und mit Starkstrom wieder rausgehen können. Die Autobahn, habe ich das hier noch vor weiterzuleiten? Ich werde das mal noch weiterleiten, Moment. So soll jetzt erstmal nur so als kleiner und grober Anhalt für mich dienen, damit ich das bauen kann, wie ich mir das vorstelle. Sprich, das ist noch nicht abschließend. So, dann lassen wir wieder ein bisschen... Ist das parallel? Ja, ist parallel, okay.
lass mal wieder ein bisschen, ich muss da näher ran, so, lass mal wieder ein bisschen Platz zur Straße. Mit den Straßenanschlüssen, mit den Stromanschlüssen müsst ihr nicht so viel Platz lassen. Das funktioniert trotzdem noch. Wenn wir jetzt hier auf die Hochspannungsleitung gehen, dann können wir die ohne Probleme rüberziehen, ne? Wobei ich die eigentlich, also eigentlich sind die ganzen, sind alle Leitungen hässlich, ne? Also zumindest hier die fette, die ist, ja, ne? Ist aber halt auch die, die am meisten Strom transportiert, ne? Gut, wir können jetzt natürlich dahergehen und sagen, okay, so viel Strom brauchen wir ja nicht. Das heißt, es macht vielleicht Sinn, wenn wir hier nicht so diese ultimative, also die sieht ja wirklich richtig fett aus, ne? Würde ich sagen, dass wir hier die nächst kleinere Stufe nehmen und das sollte dann, glaube ich, ausreichend sein. So, dann gehen wir hier daher und fangen jetzt halt an, die Leitungen so weit zu bauen. Ne? Hier kommen wir über die Straße rüber, das passt soweit. Und dann können wir hier noch daher gehen und können sagen, dass wir auch hier ja jetzt noch so einen Switch brauchen, sage ich mal. Ne? Moment, ist das auch das Richtige? Nein, das ist nicht das Richtige, was ich da ausgewählt habe. Dann müssen wir nochmal in den Bereich Mods rein. Genau, das wollte ich haben. So, und hier ist so, wie gesagt, auch bei dem Strom müsst ihr natürlich ein bisschen schauen, wie viel Strom ihr denn tatsächlich braucht. Und wenn wir uns hier die Gebäude, ne, ich hatte ja gesagt, dass wir hier 1,01 Megawatt haben. Das heißt, hier brauchen wir wirklich tatsächlich, um die 100% Auslastung ausnutzen zu können oder erreichen zu können, brauchen wir dann tatsächlich zwei Zuleitungen. Ne? Okay, haben wir auch das. Dann gehen wir jetzt wieder daher. Jetzt habe ich hier natürlich die blöde. So. Ach, das war so das Falsche, ne? Wir wollen die hier reinnehmen. Dann nehmen wir die stärkste mit der Spannungsleitung hier mit rein. Das wollen wir nicht haben. Brauchen wir jetzt auch eh nicht mehr. Ist jetzt egal. Okay, dann können wir das hier soweit bauen. So, ich würde sagen, dass wir hier... Also ein bisschen in die Richtung können wir schon noch bauen mit der Stadt. Würde ich aber sagen, dass ich trotzdem die Straße schon mal fertig baue. So, dass ich halt am Ende wirklich sagen kann, okay, wir kommen halt in die oder in die Richtung. Können wir da? Nee, brauchen wir nicht. Aber da wir ja hier weiter bauen wollen, ziehen wir die Straße einfach nochmal ein Stückchen weiter nach oben. Und können dann die jetzt entsprechend passend anschließen. Und können auch hier nochmal dahergehen. Und schließen die Straße auch nochmal hier an. Beziehungsweise verbessern auch das gleich. Naja, Hauptsache es ist soweit angeschlossen, ne? Okay, dann haben wir den Bereich soweit fertig. Ich muss dann mal schauen, ob ich hier noch Wohngebäude hinbekomme, etc. Oder ob ich da was anderes hinbaue. Muss ich dann halt schauen, wie es aussieht, ne? So, dann können wir jetzt dahergehen und können uns weiter um die Stromleitungen kümmern. So, hier dann natürlich drauf achten, auf die Winkel. Ja, das geht sogar. Schließen wir auch einfach gleich an. Oh, wobei das halt echt mies. Also, dieses, die Drähte sieht halt auch. Wenn es jetzt halt gleichmäßig wäre, ne? Aber es dreht sich halt nur auf einer Seite. Also in die Richtung wird es nur gedreht. Aber okay. So, und vom Kraftwerk aus gehen wir jetzt einfach so ein Stückchen hierher. Ja, okay, dass das natürlich nichts wird, ne? Jetzt würde ich das natürlich ganz gerne ein Stückchen... Naja. So. Okay, dann haben wir das soweit jetzt hier dran. Jetzt müssen wir natürlich noch dahergehen und müssen das per Mittelspannung verteilen. Aber auch das ist ja kein Problem. Ich nehme wieder den Transformator. Was haben wir da für Reichweite? Ja, das schaut ganz gut. Da werde ich... Müsste ich theoretisch ein bisschen weiter nach unten gehen, damit ich hier eventuell auch noch Gebäude bauen kann. Komme ich mit der Mittelspannungsleitung hier lang? Geht sogar. Das ist Aumaß. Das habe ich eigentlich neu gewusst, dass das so passt, dass ich das später so bauen werde. Kein Spaß, Zufall. Glück gehabt. Okay, dann bauen wir das halt einfach hierher. Und ich kann es sogar so machen, dass es per Fußweg angeschlossen ist. Juhu, total toll.
Ja, das ist eine schöne lange Leitung, ne? So, kriegen wir das jetzt hier schon? Na, der ist jetzt natürlich genau da. Was? Eben war es doch noch rot angezeigt, oder? Das hat eben noch rot. Ist egal, es steht. Möchte ich nicht meckern. Passt soweit. Okay, dann haben wir hier natürlich dann den Vorteil, dass wir noch mehr Anschlüsse haben, um halt den Strom noch weiter verteilen zu können, je nachdem, wie weit ich hier meine Stadt noch erweitern möchte. So, dasselbe müssen wir jetzt hier machen. Auch hier müssen wir jetzt natürlich schauen, wo wir die Stromleitungen langlegen. Wie gesagt, wir werden auch hier zwei brauchen. Da würde ich ganz stumpf sagen, wir schauen mal, wie es von der Reichweite aussieht. Ah, da haben wir das letzte nicht mit drin. Mhm. Reicht das hier? Okay, dann würde ich sagen, ich bin da ganz stumpf. Wie gesagt, ich brauche leider zwei Transformatoren. Das heißt nicht Transformatoren. Moment, das nennt sich Netzstation. Ich brauche zwei Netzstationen. Das heißt, ich gehe ganz stumpf her und baue beide Netzstationen einfach hierher. Sprich, beide mit der Spannungsleitungen enden mehr oder weniger halt hier und versorgen so alle Gebäude parallel. So, das heißt natürlich auch, dass ich jetzt hier die Leitung auch mehr oder weniger. Ja, das wollte ich jetzt wohl nicht haben. Okay, ich sehe schon, ich muss das immer ein bisschen hinterher bauen. So, wir müssen jetzt hier hinten rum. Okay. Und dann gehen wir einfach hier auf die Ecke. Okay, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen knapp gebaut. Aber das kriegen wir schon hin. Und jetzt von da einfach direkt Gebäude im Weg. Welches Gebäude ist da im Weg? Da kann doch nur das Gebäude da. Ja. Okay, dann müssen wir das ein Stückchen weiterziehen. So, okay. So, das sieht jetzt zwar blöd aus, dass wir hier zwei Mittelspannungsleitungen mehr oder weniger direkt, ja, direkt nebeneinander haben. Ging jetzt aber leider nicht anders, ne? So, jetzt haben wir soweit die Stromversorgung. Jetzt müssen wir natürlich noch die Wärmeleitungen verbinden, aber auch das kein Problem. Das habe ich jetzt hier nicht nur schnell. Ne, habe ich nicht, macht aber nichts. So, jetzt fangen wir einfach hier an. Nein, wir fangen hier an. Ich werde es jetzt so machen, dass wir natürlich einmal brauchen wir natürlich so eine dicke Hauptleitung. Und ich werde halt einfach mal dahergehen und werde hier noch links noch zwei freilassen. Ich weiß leider nicht, wie viel ich wirklich brauche. Wie gesagt, ist jetzt halt mehr oder weniger was Neues, was ich halt echt nicht einschätzen kann. Moment mal, ich sehe gerade hier was. Das mit der Stromleitung, Moment mal. Verzeiht es mir, aber damit bin ich nicht zufrieden. Weil Problem ist, wenn ich da jetzt später mit meiner Stadt weiterbaue, komme ich quasi überhaupt nicht mehr klar. Das heißt, wir machen das hier parallel. Ich hoffe doch, dass das einigermaßen parallel ist, ne? Und verbinden das jetzt so, weil jetzt fällt es mir dann einfacher, hier eventuell noch Gebäude hinzubauen, falls ich das noch tun möchte. Weiß ich aber noch nicht. So. Okay, dann jetzt wieder zu der Wärmeleitung. Auch die Wärmeleitung werden wir jetzt mehr oder weniger dazu parallel bauen. Und zwar, wie gesagt, die dicke Wärmeleitung. Hier müssen wir jetzt natürlich auch wieder bedenken, dass wir über die Straßen drüber weg müssen. Und wir müssen nicht nur... Oh, jetzt wird es hier schon wieder ein bisschen eng, ne? Na gut, ich kann ja hier lang gehen, um das Gebäude drumherum. Wie gesagt, ihr müsst halt hier wieder über die Straßen drüber weg. Das ist dasselbe wie mit den Pipelines von der Ölindustrie. Bei normalen Autos, also bei normalen Straßen, reicht es eins nach oben zu gehen. Bei Gleisen ohne Oberleitungen zwei, bei Gleisen mit Oberleitungen würde ich drei hochgehen, damit es halt wirklich zum einen nicht zu hoch ist, ne, weil man baut es nicht unnötig hoch, und zum anderen aber, damit halt auch die Fahrzeuge noch drunter durch können.
So, und dann senken wir das Ganze natürlich auch wieder ab. Und können dann jetzt mehr oder weniger... Ja, können dann mehr oder weniger dahergehen. Können wir da nicht noch ein bisschen näher rangehen? Ja. Wie sieht es dort aus? Ja. Ja, so ist es parallel. Und können das dann... hier mehr oder weniger. Okay, das sieht doof aus. Dann ziehen wir das halt noch hier mit her. So. Okay, dann haben wir die 300 Kubikmeter Leitung soweit angeschlossen. Jetzt brauchen wir die ganze Sache natürlich noch mal eine Nummer kleiner. Und zwar für hier hinten. Ich meine, schön ist, dass das Bauen von den Leitungen jetzt natürlich deutlich einfacher ist. Also eigentlich hat sich ja alles Bauen deutlich vereinfacht in dem Spiel, ne? Also, das muss man ja mal ganz klar so bemerken, dass es wirklich deutlich leichter geworden ist. Vor allem, dass man es jetzt halt auch in Abschnitten bauen kann, vereinfacht die ganze Sache natürlich nochmal deutlich. Ja, das war jetzt ein bisschen zu weit. So, also so bauen war ja vorher überhaupt nicht möglich, ne? In keinster Weise machbar. Oh, jetzt haben wir hier ein kleines Problem, da kommen wir so nicht weiter. Aber das kriegen wir geklärt. So. Ah, Moment, das haut jetzt ja höhenmäßig nicht hin. Haha, genau. Das haut höhenmäßig nicht hin, deswegen hat das nicht funktioniert. Zu scharfe Kurve. Ja gut, ich kann auch einfach dahergehen und baue es halt von hier aus, ne? Okay, haut auch höhenmäßig ganz gut hin. So, dann können wir jetzt dahergehen und können das hier rüber bauen. So, jetzt kommen wir hier zur Autobahn. Und Autobahn und Gleise würde ich tatsächlich etwas höher überwinden. Sprich, wir gehen hier nochmal eins nach oben. Jetzt kommen wir natürlich genau so hierher, ne? Dass wir gar nicht bis zum Gleis kommen, aber das dürfte dann trotzdem schon noch funktionieren. Ziehen wir es halt einfach bis hier rüber. Ja, das mit den... Ja, hier auf der linken Seite, jetzt wollte ich mit dem Finger drauf zeigen. Das hilft euch wahrscheinlich sehr viel. Und können das dann hier entsprechend anschließen. Und schon haben wir die Wärmeleitung fertig. So, und ihr seht das hier sehr schön von der Höhe her. Mit den Oberleitungen müsst ihr wirklich 3 Punkte nach oben gehen. Bei der Autobahn hätte es natürlich auch mit 2 gereicht. Aber ich sehe schon, bei der Autobahn werde ich nochmal nachbessern müssen. Da komme ich nicht so durch. Aber ist kein Problem. Moment, da machen wir das schnell. Man muss ja auch nicht mehr alles wegreißen, ne? Erinnert euch, anfangs musste man wirklich dahergehen und hat echt alles nochmal wegmachen müssen. Ach, wenn man dann irgendwo zwischendrin festgestellt hat, dass es nicht mehr funktioniert, ach, alles nochmal bauen, nochmal experimentieren, nochmal ausprobieren, boah. Muss man jetzt Gott sei Dank alles nicht mehr machen. So. Okay, dann haben wir die Anschlüsse soweit fertig und dann würde ich sagen, dass wir die ganze Sache jetzt noch kaufen respektive bauen. Machen wir den Rahmen aus und dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge schon anfangen können, beziehungsweise anfangen müssen, dann für Bewohner zu sorgen, Lebensmittelorganisation, sage ich mal, ne? Das werde ich erstmal alles per LKW importieren. Also mit den neuen Leitungen wird dann schon sportlich, ne? Muss man immer noch mehr Versorgungsgebäude einbauen. So, ich glaube mal Straßen kaufen. Na doch, ein paar gehen.
Wird natürlich bei weitem nicht alles gewesen sein. Aber wir gehen einfach schnell alles durch, kaufen das jetzt soweit. Wie sieht es eigentlich dann mit dem Strom aus? Da weiß ich jetzt nicht, ob wir die auch wieder einzählen, aber da sind wir ja noch im Planungsmodus, theoretisch, ne? Theoretisch sind wir noch im Planungsmodus. So, auch hier wieder, ne, wie in der letzten Folge, wenn man erst die Gebäude baut und danach die Straßen, dann kann man die Straßen auch alle mit einmal kaufen. So, das hat es, glaube ich, gemacht, genau. Und ich glaube, den Bereich hier auch. Na gut, die Straße war jetzt da nicht wichtig, ne? Okay, dann haben wir die Straßen soweit fertig. Hier fehlen jetzt noch ein paar. Ne, das passt. Das passt auch. Die fehlt noch. Ohne Worte, ne? Und das, nee, das Stück ist aufgebaut, okay. So, die Gebäude hatte ich soweit. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal das mit dem Strom an. Ja, passt. Hochspannung passt auch. Und dann jetzt die Leitungen. 53.000 Rubel. Also da sollte man mal ein paar Einnahmequellen erhöhen, ne? Muss ich ganz klar sagen. Okay, dann haben wir hier noch. Ja, den Fußweg ganz wichtig. Gut, zukünftig habe ich dann ein Baubüro, ein Konstruktionsbüro. Und hier auch nochmal beide. So, okay, das soll es jetzt gewesen sein. Klicken wir einfach mal auf Play und schauen uns dann das Ergebnis an. Ah, da fehlt ein Stück Straße. Kein Problem. Konstruktionsbüro dauert natürlich ein bisschen länger, ist klar, ist ein größeres Gebäude. Naja, auf jeden Fall schaut das auch so. Hier fehlt auch noch was. So. Ja, schaut gut aus. Vor allem dann mit diesem Modder hier, ne? Die kleinen Parkplätze, so wie putzig. Ja, okay. Ja, passt soweit. Ja, dann würde ich die Folge an der Stelle beenden. Ich hoffe, dass euch das hier natürlich gefallen hat. Wie gesagt, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann hier, dass wir die ersten Bürger bekommen, dass wir per LKW unseren Supermarkt hier beliefern können. Und dann stoppen wir die ganze Sache und schauen, ob das soweit funktioniert, ne? Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao, bis zum nächsten Video.